So, hallo zurück bei dem letzten der vier Kick-Off-Show-Matches. Und da kämpfen die Usos, also Jimmy und Jey Uso gegen die Dudley Boys. Ja, ich weiß jetzt nicht, eigentlich, ich war jetzt ein bisschen Zwickmühle. Machst du ein Table-Match oder machst du ein normales Tag-Team-Match? Ich meine, die Dudley Boys, mein Tische, ich glaube, keiner hat so einen hohen Tischverschleiß wie die beiden, also wie die Dudley Boys. Ja, die Dudley Boys musste ich mir eben gerade aus dem Store, also aus dem, ja, musste mir gerade runterladen. Das sind ja selbst erstellte Wrestler von irgendwelchen Menschen, weil die gibt's in dem Spiel gar nicht. Das ist das Blöde, die gibt's eigentlich nicht, weil die waren letztes Jahr noch gar nicht in der WWE drinne, also bevor das Spiel rauskam. Von daher musste ich jetzt auf Selbsterstellte zurückgreifen, aber ich denke mal, das dürfte ja kein Problem sein. Ich meine, es geht ja einfach nur darum, wer gewinnt, ne? Aber es sieht schon ganz schön düster aus für die beiden. So, leider kann ich jetzt gar nicht sagen, nach Jey Uso müsste es sein, gell? Im Ring. Also ich kann die beiden echt nicht auseinanderhalten. Das fällt mir unwahrscheinlich schwer. Ja, sag ich auch, Jey Uso ist es. Ja. Das Barbara Dudley ist jetzt doch zurück im Match. Sah ja am Anfang nicht so gut aus. Ah, es kommt Devon Dudley. Da bin ich auch mal gespannt auf dieses Match. Bin mal gespannt, wie viele Tische bei WrestleMania ihr Leben lassen müssen. Weil ich denke nicht, dass es nicht so weit kommt, dass keine Tische kaputt gehen. Einer wird mindestens zerfetzt werden. Gewechselt. Cooler Move. Das war knapp. Das hätte jetzt auch das Ende sein können. The tag team scene here in WWE is undergoing a bit of a renaissance, and it's because of action like this. Aber ich finde, der Typ, der die beiden da gebaut hat, also die Dudley Boys, da hat sich echt viel Mühe gegeben. Ne? Also es sieht eigentlich fast echt aus. Ne? Ich meine, Bubba Ray vielleicht noch ein bisschen schmal, aber ich finde, das hat er echt gut hingekriegt. Also Respekt. Also wenn ich das machen würde. Oh, das war's. Ah ne. Also das Einzige. Also wenn ich das machen würde, ich glaube, man könnte es nur erahnen durch die Klamotten von den beiden. Aber nicht, dass es die sein sollen. Ich habe dafür für sowas echt kein Geschick. Von daher Respekt an den Typ, der das gemacht hat. There's the switch. Good tagging by this team.
And now he's back out on the apron. He's in big trouble. You have to possess a different type of focus to punish an opponent. The shoulders are down. A suplex like that takes a lot of power and delivers a lot of impact. Much more of that, and he's not going to last long. He's showing no signs of letting up. My God, his body's been through hell, and his ribs have bore the brunt of the attack. Man, I hope we can get a doctor out here. Warm up the buses. This one's over. Wow, he's still down after that. Here's the cover. And he breaks the cover, forcing the referee to stop the count. Well, that's just not enough to get the job done. Oh, Jay can't take much more of this. It seems the focus of his onslaught is directly on the back. This is going to be brutal. An early pin attempt. Come on, Riff, count. Das war knapp. So, wie gesagt, das ist das letzte Match der Kickoff-Show. Danach geht es dann mit den richtigen, also mit den offiziellen, also mit den richtigen Matches, sind alles richtige Matches, aber geht es dann mit den offiziellen WrestleMania 32 Matches los. Das sind auch einige. Ich glaube, das sind, Moment, ich habe hier zumindest mal aufgeschrieben. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Matches. Also es wird echt eine lange Nacht am Montag und ich kann es blöderweise erst... Nee, wird eine lange Nacht am Sonntag und ich kann es blöderweise nicht gucken. Ich muss mir irgendwie den Montagmittag reinziehen. Passt mir gar nicht so in den Kram, aber naja, was willst du tun, gell? Was willst du tun? Müssen wir durch. Ja. I don't think the tag team scene has ever been hotter here in WWE. We're looking at complete domination here. Can he score the pin? And he makes it to the ropes. Here we go. Everybody's in the ring now. Quick thinking to avoid that. Putting a downward thrust on that elbow drop. Ooh, it landed right on the money, too. And we're back to this form of attack. Yes, we are. The same form of attack we've seen before. We're looking at complete domination here. Na, jetzt sind die Usos wieder am Drücker. Oder auch nicht. So schnell kann's gehen. Ja, eben noch der, jetzt der. Der Diamond Cutter. Naja gut, das ist das Problem bei den selbst erstellten Wrestler. Ich meine, Diamond Cutter ist ja der von Diamond Dallas Page normalerweise der Finishing Move. Wahrscheinlich jetzt auch gerade bei dem Bubba Ray Dudley auch sein Finisher Move oder beziehungsweise sein Signature Move. Naja gut, kann man nicht ändern, ist halt so, aber es geht ja um das Ergebnis und nicht um die Moves. Ja. Ich meine, das nächste Match bei, also was, das Triple Threat Match um den Divas Championship Titel, ich meine, da geht es um Charlotte, Sasha Banks und Becky Lynch und die gibt es ja bei dem Spiel auch nicht, deswegen muss ich da wohl oder übel auch auf selbst erstellte Wrestler zurückgreifen. Das ist genauso wie bei Chris Jericho gegen AJ Styles. Ich meine, AJ Styles gibt es halt bei dem 2K16 halt auch nicht. Naja, was willst du machen, ne? Aber dafür, das Gute ist, die restlichen Matches, die kommen, sind Matches mit Wrestlern, die es halt offiziell halt in dem Spiel gibt. Aber, naja, gibt Schlimmeres. Naja, wie gesagt, es geht ums Ergebnis und nicht um sonst was halt. Jimmy Uso gets out of that one. Nice move, Jimmy.
There's the suplex. He is just getting busted up. He gets the tag. Eine coole Teamaktion von den beiden. So, wenn er jetzt pinnen würde, könnte es das gewesen sein, aber Devon Dudley ist einfach zu schnell. Ich meine, er hätte da. Also, ich weiß nicht, ist es Jey Uso, Jimmy Uso? Ich weiß es echt nicht. Der hätte halt drinnen bleiben müssen, der hätte es verhindern sollen. Kann nicht rausgehen. Das war natürlich jetzt Mist. Thanks for tuning in. We're coming to you tonight from Santa Clara, the site of WrestleMania 31. Na nu, wo er hin? Lass ihn doch gehen. Geh rein. Da, die zwei stehen da blöd rum. Ah, Jey Uso ist im Ring. So, jetzt könnte eigentlich der Sack zugemacht werden. Das wäre jetzt so der perfekte Zeitpunkt, um das Match eigentlich zu beenden. Ja, ich glaube, das könnte jetzt auch passieren. Ja. So, wenn er jetzt nicht rausrennt und den Barbara Dudley abhält, davon den Ring zu stürmen, könnte es das jetzt gewesen. Naja. Na gut. Man kann es nicht ändern. Ich meine, es sind Computer, die gegeneinander kämpfen. Oder ein Computer, der gegen sich selbst kämpft. Naja, was willst du tun, gell? Was? Das war's. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht mit gerechnet, aber die Dudley Boys haben gewonnen. Na ja, gut, dann ist es halt so. Verdient haben sie es allemal. Genauso wie die Usos hätten es auch verdient. Ich red mich da immer, ich red mich hier echt nur um Kopf und Kragen. Na ja, gut, das war's. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir ein Like. Guckt euch meine Playlist an. Da sind noch ein paar andere WrestleMania 32 Matches. Also, ne? Ihr wisst schon. Und wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Und ansonsten viel Spaß am Sonntag bei WrestleMania. Macht's gut. Tschüss.